freue mich, dass sie so zahlreich erschienen sind und trotz der tollen Korallen da oben sich hier mal ein bisschen der Theorie zuwenden wollen. Und ich habe mal versucht, ein ganz spannendes Thema in den Fokus zu stellen. Es ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema und wir werden also versuchen, mal verschiedene Aspekte moderner Riff-Aquaristik uns anzuschauen. Ja. Moderne Riff-Aquaristik, wir hatten gerade schon so eine kleine Abfrage gemacht, was für Sie eigentlich dazugehört. Es ging von Hauptsache nicht mehr Gesteinsaufbau, Hundesarg hin zu ja, Automatisierung. Man möchte alleine mit der Frau oder mit der Familie im Urlaub oder mit dem Mann in Urlaub fahren und sich darauf verlassen, dass das ganze System irgendwie läuft, nicht? Und auf der anderen Seite gehört natürlich auch irgendwie Wissen dazu. Ja? Also wie funktioniert überhaupt mein System Aquarium? Ja, und darum soll es eigentlich heute gehen. Das Problem ist eben, jeder von uns versteht unter diesem Begriff moderne Riff-Aquaristik etwas anderes. Und wir sind natürlich Kinder unserer Zeit und seit jeher, in welchen Büchern man auch guckt, die Leute haben schon immer von der modernen Riff-Aquaristik gesprochen. Das Ganze macht es natürlich ein bisschen tricky und wir müssen uns mal fragen, was ist eigentlich Stand der Technik? Was können wir schon? Und ich möchte so ein bisschen auf bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse eingehen, ein paar praktische Ideen der Umsetzung mit Ihnen diskutieren und aber auch mal die Grenzen etwas genauer in den Blick nehmen. Ja? Wodurch haben wir also im Moment noch Grenzen und wie müssen wir diese Grenzen deuten? Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir Grenzen haben, zum Beispiel durch Laboranalytik, und wir deuten die einfach völlig falsch, was leider oftmals so gemacht wird. Ja. Das sind also die inhaltlichen Fragen, um die es gehen soll. Was ist moderne Riff-Aquaristik überhaupt? Dann möchte ich ein bisschen auf moderne Versorgungssysteme eingehen. Was hat also die Erkenntnis aus der Wissenschaft mit unseren Versorgungssystemen zum Teil schon gemacht und was wird sie auch weiterhin machen können? Und ein wichtiger Punkt, wie nutze ich die Laboranalytik richtig? Um so eine ganz kleine Definition kommt man nicht drum rum, damit Sie wissen, was ich überhaupt darunter verstehe. Ansonsten reden wir vielleicht aneinander vorbei. Für mich ist moderne Riff-Aquaristik geprägt von einer ganzheitlichen Betrachtung des Systems Aquarium. Das heißt, wir nehmen das System als solches in den Blick. Und sie unterscheidet sich dadurch von dieser früheren Aquaristik, die nenne ich jetzt einfach Meerwasser-Aquaristik, um irgendwie die Trennschärfe zu haben, dadurch, dass sie maximal kontrollierbar geworden ist. Ja? Das heißt, ich kann in der modernen Aquaristik sehr, sehr viele Einflussfaktoren auf mein System wirklich bewusst kontrollieren. Und das ermöglichen mir zum Beispiel moderne Analyseverfahren und das ermöglicht natürlich eine Nachprüfbarkeit. Ja? Das heißt also, ich kann jeden Parameter irgendwo nachprüfen und damit beweist sich letztlich jedes System in sich selber logisch. Ja? Das heißt, in der modernen Aquaristik habe ich nicht mehr diese Glaubenshörigkeit. Ich habe von dem gehört, dieses System funktioniert ganz gut und habe sein Becken gesehen. Das mag sein, sein Becken ist vielleicht aber ganz anders als Ihres, sondern es geht eher darum, dass sich die Systeme wirklich beweisen lassen, dass ich wirklich prüfen kann, funktioniert das überhaupt, auch bezogen auf mein System und nicht bei meinem Freund. Das ist schön für ihn, aber ich möchte, dass mein Aquarium irgendwo gut aussieht. Das sind also die wesentlichen Schlagpunkte, die wir irgendwie ein bisschen in Fokus nehmen wollen. Jetzt ist das so, dass die moderne Riff-Aquaristik für mich eigentlich mit dem Jahr 2012 beginnt. Das hat einfach den Grund, dass im Jahr 2012 die moderne Wasseranalytik über die ICP-OES eingeführt wurde und begleitende Analysemethoden, IC, Autotitration. Und wir seitdem also wirklich zumindest im anorganischen Bereich in der Lage sind, unser Aquarium deutlich besser zu verstehen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass nicht nur Sie Ihr Aquarium besser verstehen können, sondern dass auch Hersteller ihre Produkte ganz neu entwickeln konnten. Ja? Das heißt, unsere Aquaristik war seit jeher
denken wir an die Entwicklung von den 50er Jahren an 80er Jahren, immer an die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Salzen gekoppelt. Ja? Und diese Weiterentwicklung der modernen Salze, aber auch der Versorgungsmethoden, die immer auf einem qualitativ hochwertigen Salz aufbauen und die Korallen versorgen, die haben sich maßgeblich verbessert und verändert durch die Einführung dieser Laboranalytik. Und jetzt ist aber die Frage, hat sich dort wirklich überall so viel getan oder haben wir zwar die Möglichkeiten, hängen aber teilweise noch ein bisschen hinterher. Das ist so das Spannungsfeld, was wir haben, die Möglichkeiten auf der einen Seite, aber die aquaristische Realität irgendwo auf der anderen Seite, wo man sich also bewusst für oder gegen Produkte entscheiden muss, um zu seinem System irgendwie das Passende zu finden. Diese ganzheitliche Betrachtung ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil sie ganz, ganz viele Felder irgendwo aufmacht. Und da könnten wir jetzt 4, 5, 6 Stunden drüber sprechen und hätten es immer noch nicht ganzheitlich betrachtet. Deswegen möchte ich da so ein Leitprinzip drüber legen, was es einfach für Sie auch logischer macht, Ihr Aquarium als System zu verstehen. Und dieses Prinzip, das ist das sogenannte Inner-Prinzip. Das sind die Anfangsbuchstaben für Elementeversorgung, Nährstoffversorgung und abiotische und biotische Faktoren im Zusammenspiel. Und das sind eigentlich die Felder, die man für sich immer durchgehen sollte, wenn es in meinem System Aquarium Probleme gibt. Woran liegt das? Liegt das wirklich an meiner Elementeversorgung? Habe ich einen Überfluss an irgendeinem Spurenelement oder einen Mangel? Oder liegt es nicht viel eher daran, dass die Nährstoffsituation nicht passt? Oder aber stirbt die Koralle, weil sie einfach von der nebenan vernässelt wird? Im letzten Fall kann ich natürlich bei Vanadium dosieren, wie ich möchte. Der Effekt wird sich nicht sonderlich ausprägen. Ja? So. Und jetzt ist natürlich die Frage, fangen wir mal an mit biotischen, abiotischen Faktoren. Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Und ich möchte mal Ihnen vorschlagen, ich für meinen Teil habe als Stütze für das Ganze das Gestaltungskonzept. Weil das Gestaltungskonzept ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die Basis für unser Aquarium. Ja? Damit interagiert alles. Licht, Strömung, Durchströmbarkeit, Todzonen, aber natürlich auch das Mikrobiom. Wie viel Gestein habe ich dort, was irgendwie besiedelt wird und gegebenenfalls in Konkurrenz zu meinen Korallen tritt? Und natürlich auch, wie kann ich meine Tiergemeinschaft darauf anordnen? Wie dicht müssen Korallen stehen? Oder wie viel Abstand kann ich ihnen ermöglichen? Ja. Kommen wir mal zu einem Faktor, der ein ganz wesentlicher ist für die moderne Riff-Aquaristik. Das ist das Licht. Sie haben das gesehen, wenn Sie durch die Messe gegangen sind, Sie sehen eigentlich fast überall nur noch LED. Das ist eigentlich nicht selbsterklärend. Da gucken wir 10 Jahre zurück, war diese Entwicklung sehr umstritten. Heutzutage möchte ich meinen, dass sich die LED wirklich weitestgehend als Beleuchtungskonzept etabliert hat. Und die Frage ist natürlich, warum überhaupt? Viele fragen immer noch, naja, ich habe eine alte T5, macht das Sinn, auf eine LED umzuwechseln, ja oder nein? Und der Grund für die LED hat mehrere Begründungen. Die eine ist natürlich die Stromersparnis. Ja? Aber das ist natürlich jetzt für eine ganzheitliche Betrachtung nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist eher, dass durch die LED und die Kombination mehrerer Farben es möglich wird, ganz spezifische Parameter aus der Natur oder aber aus der Wissenschaft und Forschung nachzusimulieren. Für Sie mal ein Beispiel. Nehmen wir mal zum Beispiel die Symbionten, die Zooxanthellen. Wenn man sich die Zooxanthellen anschaut und guckt, was absorbieren die eigentlich an Licht, hat man schon eine eventuelle Größe und Ahnung dahin, wie man eine Koralle beleuchten könnte. Ja, weil die versorgen ja die Koralle letztlich mit allem, was sie benötigt. Und man sieht also, dass diese Zooxanthellenspektrum, hier in Rot dargestellt, schon irgendwo in modernen Lichtsystemen mit drin steckt. Das wäre aber verkürzt, nur diese Zooxanthellen anzunehmen, da sich auch die Zooxanthellenzusammensetzung von Koralle zu Koralle unterscheidet. Man muss also noch weitere Parameter nehmen. Zum Beispiel kann man sich diesen Peridinin-Chlorophyll-Komplex anschauen, ja, ein maßgeblicher photosynthetisch aktiver Komplex der Koralle. Und hier sieht man dann auch verschiedene Anregungswellenlängen, die wir immer wieder in der modernen LED-Beleuchtung wiederfinden. Und dieses Zusammenspiel von Zooxanthellen, von Komplexen
und aber auch natürlich der Möglichkeit, natürliche Umgebungen zu simulieren, bestimmte Wassertiefen, 10 Meter Wassertiefe zum Beispiel, das ermöglicht uns halt derzeit wirklich nur die LED. Und das ist dieser immense Vorteil. Ich kann also wirklich Systembecken aufbauen auf bestimmte Parameter. Ich kann meine Beleuchtung an mein System adaptieren. Früher hat sich mein System an meine Beleuchtung adaptiert. Wenn die Koralle mit dem HQI-Brenner nicht klargekommen ist, war sie eben nicht haltbar. Ja? Ein Grund übrigens noch, warum die alte LED immer so in dem Ruf stand, dass es überhaupt nicht gut funktioniert hat, weil man sehr, sehr oft sehr hohe Intensitäten von 450 Nanometer genommen hat. 450 Nanometer wirkt auf einen Photorezeptor in Korallen. Wir haben den gleichen, das steuert bei uns auch und bei Korallen auch die zirkadiane Rhythmik. Das ist die Tag-Nacht-Rhythmik. Und bei Korallen steuert es auch noch die Aufnahme und die Bildung von Kalzium und den Einbau von Phosphat in das Kalziumskelett. Und wenn man dort zu viel Gas drauf gegeben hat und keine ableitenden Systeme hatte, dann kam die LED in den Ruf, dass das nicht so gut funktioniert. Ja, heutzutage sind unsere LED ganz anders. Die haben nicht nur zwei Farben, die haben viele, die sind bunt. Und das ist also ein möglicher Teil. Die Beleuchtung hat sich aber auch in der Symmetrie verändert. Wir haben jetzt nicht mehr die Punktstrahler, die also einen Sweet Spot ergeben, meistens genau da, wo die Korallen am höchsten stehen, ja, und die verbrennen und der Rest kriegt kein Licht mehr, sondern wir haben Flächenstrahler jetzt entwickelt, die also auch es ermöglichen, Sie sehen das im grauen Bereich, der graue Bereich ist beim Punktstrahler der, der nicht genug Licht abbekommt. Wir haben also den Lebensraum im Aquarium insgesamt dadurch erweitern können. Ja, das liegt auch an diesem reziproken Quadratverhältnis, dass je weiter Sie die Entfernung zur Leuchte erhöhen, desto mehr verteilt sich die gleiche Menge an Lichtteilchen auf die Fläche. Ne? Also wenn Sie die Entfernung verdoppeln, wird es schon Faktor 4. Wenn Sie sie verdreifachen, wird es Faktor 9. Deswegen ist es auch sinnvoll, moderne LED, wenn Sie das baulich hergeben, möglichst niedrig zu hängen, weil damit spart man Unmengen an Energie. Das geht aber natürlich nur mit dem Flächenstrahler, weil der das also ausleuchten muss. Zusammenfassend können wir also sagen, warum LED als modernes Beleuchtungskonzept? Ja, weil man die Lichtqualität und Quantität besser beeinflussen kann. Man kann auch Strom sparen und es ist auch möglich, wirklich mittlerweile absolut geräuschlose LED zu bauen, passiv gekühlt und naturnahe Simulationen anzustreben. Moderne LEDs, das ist jetzt mal ein Beispiel von der Straton, werden auch sehr, sehr aufwendig gefertigt, um diese Tiefe, dieses Zusammenspiel der technischen Komponenten überhaupt zu ermöglichen. Das führt dazu, dass LED immer noch einen hohen Anschaffungspreis haben, aber die Vorteile sprechen eigentlich für dieses Beleuchtungskonzept in vielen Becken. Ganz kurzer Exkurs zur Strömung. Auch die Strömung spielt mit dem Grundbau des Aquariums natürlich ganz, ganz stark eine Rolle. Hier hat sich in den vergangenen Jahren auch ein bisschen was getan. Zum Beispiel haben wir diese Außenläuferpumpen, die also einen viel weicheren Wasserstrahl generieren. Man kann die Korallen näher da vorstellen. Wir haben schwenkbare Strömung, gab es früher auch schon, haben wir jetzt neu für uns entdeckt. Aber die Strömung ist ein eigenes Thema und wen das interessiert, den möchte ich gerne auf den folgenden Vortrag zum Thema Strömung verweisen. Kommen wir zum Mikrobiom. Das Mikrobiom wird oftmals sehr, sehr unterschätzt oder das sind diese alten Annahmen, die sich immer noch halten. Die ehemalige Annahme war, das Lebendgestein ist der Filter des Aquariums. Als ich angefangen habe 2010, habe ich versucht, krampfhaft 15% Masse in dieses Aquarium zu hämmern. Das sah entsprechend auch aus. Und hier haben wir wirklich sehr, sehr viel dazugelernt. Wir haben gelernt, dass die angenommene Denitrifikation im tiefen Sand und im Gestein eigentlich überhaupt nicht so gravierend ist, wie man das eigentlich angenommen hat. Eine Freundin von mir, die Frau Dr. Ziebes, macht Untersuchungen auf dem Meeresgrund und die sagt auch, Denitrifikation auf dem Meeresgrund wird völlig überbewertet. Das funktioniert so ein Stück und danach ist es in vielen Teilen wirklich irrelevant. Das heißt, hier müssen wir uns eigentlich von diesen Maßgaben des Berliner Systems ein bisschen
verabschieden. Wir haben heute ganz anderes Wissen. Wir wissen also, Denitrifikation spielt im Aquarium eine untergeordnete Rolle. Was aber eine bedeutende Rolle spielt, ist die lebende Korallenmasse. Die sollte ein maßgeblicher Teil der Oberfläche sein. Das heißt, wir sollten versuchen, die Strukturen, heißt Steinaufbau, zu reduzieren und gleichzeitig möglichst früh den Anteil der Korallen hochbringen. Das ist dieser neue Ansatz. Nicht mehr die Einlaufphase ewig und 3 Tage und über mehrere Wochen hinweg, sondern möglichst schnell unter Verwendung möglichst guter Salze die Korallen einbringen und ins Wachstum bringen. Weil die eben überhaupt diese Anreicherungen verhindern können, dadurch, dass sie es einfach über Wachstum und über Stoffwechselprozesse verbrauchen. Das hat noch einen Vorteil, Bakterien treten nicht mehr in so eine große Konkurrenz. Wenn sie sehen, was so ein Stein eigentlich für eine Oberfläche hat, wenn man den platt machen würde, das wäre wirklich, als ob man so einen Parkplatz nimmt, ja, wenn man das alles platt macht, da stellt man dann seine 5 bis 10 Korallen drauf und dann schmeißt man das Futter da rein und hofft nun, dass die Koralle das zuerst kriegt. Ja? Das ist so ungefähr ein Vergleich, den ich ganz gut finde. Und da sehen Sie also, dass also diese Annahme, die hinkt so ein bisschen. Also wir sollten wirklich unsere Trägersubstanz, sage ich mal, wirklich reduzieren. Und wir verhindern damit auch noch schlechte Synergieeffekte, gerade wenn wir um Spurenelemente überlegen, diese zuzugeben. Wir haben nämlich das Problem, dass ganz, ganz viele zum Beispiel mit Phosphat interagieren. Eisen und Mangan zum Beispiel sind so ein Beispiel, das geben sie zu. Und wenn sie recht viel freies, reaktives Phosphat haben, Ottophosphate, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das interagiert und akkumuliert an ihr Gestein. Das heißt, sie düngen das Gestein mit einer schwer löslichen Salzverbindung, die ja fast nur von Bakterien und Algen gecrackt werden kann. Und das führt dann irgendwann zu diesem Old-Tank-Effekt. Ja, also auch mit diesen Spurenelementen muss man vorsichtig sein. Wenn man eine riesige Steinsmasse hat und man versucht, Mangan nachweisbar zu machen, dann hat man gegebenenfalls schlechte Chancen. Ja, die Algen freut es natürlich. Ja. Andererseits, je mehr Gestein ich nutze, desto mehr Bakterien müssen sich dort erstmal aufbauen. Das heißt, gerade wenn ich kein lebendes Gestein nehme, sondern künstliches Gestein und in rohen Mengen, braucht das einfach ganz, ganz lange, bis sich das Mikrobiom etabliert hat. Und in dieser Zeit habe ich also massive Schwankungen, auch KH-Schwankungen, weil Bakterien Carbonat dummerweise veratmen können. Ja, die greifen also aktiv darauf zu, sodass das KH nicht durch Wachstum weggeht, sondern durch die Entwicklung des Mikrobioms. Ja. Im Jahr 2021 wurde dazu eine ganz, ganz tolle neue Methodik eingeführt. Ich habe das damals beschrieben, zusammen mit dem Robert Bauer. Und hier, der Tolga hat hier auch einen ganz, ganz tollen Stand dazu, wo er eben das zeigt. Können Sie mal bauen und probieren. Das Prinzip kommt eigentlich aus Asien und aus dem Aquascaping-Bereich, nennt sich Negative Space und führt dazu, wirklich reduziert zu bauen, auch Negativflächen wirken zu lassen. Und eine ganz, ganz tolle Methode, die ich Ihnen wirklich mal als Tipp ans Herz legen möchte, ist diese Klebemethode mit Sand bzw. mit feuchtem Sand. Können Sie hier auch sich mal angucken, mal ausprobieren, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich habe das hier mal als Beispiel gemacht. Man kann also damit wirklich jedwede Form bauen. Ich habe dann für meine Frau mal so ein Herz gebaut. Hat sie sich gefreut. Ist dann aber leider doch nicht im Aquarium gelandet. Negative Space ermöglicht völlige Freiheit in der Gestaltung, eine gute Umströmbarkeit, geringe Abschattungsmöglichkeiten und funktioniert wirklich in diesem Zusammenspiel von Mikrobiom, von Strömung, von Licht und gibt auch, wenn man diesen Cyanacrylat nimmt, relativ wenig ab, ganz wenig Kohlenstoff zu Beginn, das kann man nachweisen, aber nach ein paar Wochen, Monaten ist das wirklich relativ inert, das heißt, es gibt wirklich wenig ab. Ein Tipp noch, wenn jemand von Ihnen das Aquarium mal wieder neu bauen will, wir haben das Problem immer noch nicht gelöst, wie die Individuen miteinander interagieren. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass modulare Systeme in jedweder Form die Zukunft der Aquaristik sein werden. Am Beispiel hier
modulare Korallensysteme. Sie können also zum Beispiel mit PVCU-Rohrstücken und Zement sich selber so ein modulares System bauen. Das habe ich mal mit einem Freund gemacht, dann in der Koralle veröffentlicht, von Mike Friedrich. Und das funktioniert wirklich ganz, ganz hervorragend. Also Sie können damit dieses Problem, dass Sie nicht wissen, wo kommt die Koralle hin, wie breche ich die Koralle ab? Wenn ich sie abbreche, bricht meist der halbe Ast mit runter. Das können Sie wirklich umgehen damit. Und das einfach mal so aus der Praxis heraus ein Tipp von mir. Nutzen Sie nach Möglichkeit auch keine massiven Platten. Schrägen Sie die immer so ein Stückchen an. Dann werden die deutlich besser angeströmt. Und dann funktioniert Ihr System Aquarium sofort deutlich besser. Ja. Damit sind wir mit den abiotischen und biotischen Faktoren, die natürlich wahnsinnig vielfältig sind, ein Stück weit durch. Das nur als ganz kleinen Input. Wer dazu weiteres Interesse hat, kann auch gern die folgenden Artikel zum Beispiel im Korallengriff-Magazin lesen. Da kommt das in den folgenden Monaten mit dazu. Und irgendwo, wie da unten, stelle ich mir ein modernes Riff-Aquarium vor. Das da oben war so ein Versuch von mir nach dem alten System, würde ich heutzutage nicht mehr so machen. Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Elementeversorgung. Bei der Elementeversorgung müssen wir mal gucken, naja, was hat sich dort eigentlich getan? Ich weiß nicht, nutzt jemand von Ihnen noch Kalkwasser? Nein. Nutzt jemand von Ihnen noch Kalkreaktoren? Auch nicht. Und das bedeutet, Sie werden alle irgendwelche Methodiken abgewandelt von Balling und Pawlowski nutzen. Übrigens, nur mal so als kleinen historischen Tipp, diese Methodik der Zugabe wurde tatsächlich fast zeitgleich zweimal entwickelt. Einmal vom Herrn Hans-Werner Balling, einmal vom Herrn Pawlowski. Nur, dass sich der Begriff Balling als Sammelbezeichnung für diese Zugabe durchgesetzt hat, für diese flüssige Zugabe. Und nur in dieser Funktion möchte ich diesen Begriff jetzt auch verwenden. Also nicht mit Bezug auf irgendwelche Produkte, sondern rein als die Zugabemöglichkeit per Dosierung. Kalkwasser ist eine alte Methodik, die kommt auch zunehmend wieder, vor allem in den USA. Was man eigentlich macht, ist, man nimmt Calciumhydroxid oder Calciumoxid, löst das in Wasser und nimmt den Überstand und gibt den ins Aquarium. Meist hat man den genommen, um das Verdunstungswasser zu ersetzen. Das hat tatsächlich einige Vorteile. Es war eine vernünftige Versorgung mit Calcium und es hat den pH erhöht, was gerade im Winter zum Beispiel tatsächlich von Vorteil war. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist aber, dass wir eine indirekte Carbonatversorgung haben. Wir haben keine direkte Carbonatversorgung, was ein Nachteil der Methode ist, aber wir haben eine indirekte Carbonatversorgung. Kalkwasser kann nämlich über einen Umweg Carbonate bilden. Das liegt daran, dass Kalkwasser sehr, sehr stark alkalisch ist, was es im Handling gefährlich macht. Ja, weil Calciumhydroxid ist wirklich in den falschen Händen und ohne Handschuhe angewendet wirklich gefährlich. Deswegen möchte ich zu dieser Methode auch nicht unbedingt raten. Aber es verschiebt dadurch, dass es so stark alkalisch ist, den pH lokal, da wo Sie dosieren, in den basischen Bereich. Und dadurch verschieben Sie das Kohlensäuregleichgewicht von der Kohlensäure weg hin zum Carbonat. Und dieses Carbonat können die Korallen dann nutzen, zumindest eine Zeit lang. Und das ist also ein Vorteil dieser Methode. Der Nachteil ist aber, dass es unfassbar schwer löslich ist, dass es stark alkalisch ist und dass es auch Phosphate ausfällen kann. Man hat also wirklich damit viele Phosphate gefällt, die sich dann im Becken irgendwo angelagert haben. Und wir haben eben keine echte Carbonatversorgung und durch diese Ausfällung haben auch die Pumpen sehr, sehr stark verkrustet. Das ist einmal dieses Beispiel, das wird gleich noch wichtig werden, wo Sie also sehen, je weiter Sie so in den basischen Bereich so gehen, also 9, 10, 11,
desto mehr verschieben sie das Gleichgewicht von der Kohlensäure hin übers Hydrogencarbonat zum Carbonat. Und das ist also dieser Effekt, den wir aber in der Aquaristik teilweise noch im Hinterkopf behalten sollten. Beim Kalkreaktor ist es so, da löst man Kalkgestein mittels Kohlensäure auf. Das ist so ein bisschen der entgegengesetzte Ansatz. Man erzeugt damit Calciumcarbonat. Wenn man natürlichen Bruch genommen hat damals, als es den noch gab, hat man auch andere Mengenelemente irgendwo freigesetzt. Aber man hat einen sehr, sehr hohen Kohlenstoffeintrag, also im Sinne von CO2 generiert, hat den pH teilweise stark beeinflusst und hatte auch teilweise Schwankungen durch den Substratverbrauch. So ein Kalkreaktor ist auch nicht gerade klein. Gerade da wir immer mehr zum Nanosystem oder kleineren System gehen, ist er also auch als Versorgung so ein bisschen schwierig. Die über Jahre hinweg typischste Methodik war die Methodik nach Balling und Pawlowski. Da hat man also Natriumhydrogencarbonat und Calciumchlorid als Basis genommen, ergänzt um natriumchloridfreies Meersalz und hat darüber das Becken versorgt. Das war damals eine ganz, ganz neue Methodik. Und hat auch heute noch einige Vorteile. Man kann also nötige Mengenelemente und Spurenelemente darüber zuführen. Das ist leicht dosierbar, wenn auch man recht viel dosieren muss, was sich wieder ein bisschen mit unseren modernen Dosierpumpen beißt, weil unsere modernen Dosierpumpen sind auf Genauigkeit ausgelegt und nicht auf literweise dosieren. Ja, Sie müssen also immer gucken, auch bei der Laboranalytik, möchte ich Klasse oder möchte ich Masse? Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir also, wenn wir jetzt am Tag mal bei einem großen Aquarium mehrere hundert Milliliter dosieren müssen, wo man also irgendwann ein Problem bekommt, dass der Pumpenkopf das irgendwann nicht mehr mitmacht. Das ist also über längere Zeit gerechnet immer ein bisschen gefährlich, weil wenn der Pumpenkopf aussteigt, im besten Fall gibt er nichts mehr zu, im schlimmsten Fall gibt er alles zu. Und wenn er alles zugibt, ist das tendenziell sehr riskant für unser System Aquarium. Ja. Man hat auch, wenn man es ganz exakt benutzt, die Möglichkeit, keine Ionenverschiebung zu bekommen. Aber dafür müssen Sie wirklich ganz exakt arbeiten. Es gibt auch gegebenenfalls Nachteile an diesen Methodiken. Man muss es anmischen, ja, das dauert Zeit, und man hat bedingt durch die Löslichkeit vom Natriumhydrogencarbonat eine geringe Löslichkeit, deswegen muss man so viel zugeben. Die Verbräuche sind auch nicht zwingend aufeinander abgestimmt, zumindest dann, wenn Sie anfangen, das Ganze mit Spurenelementen zu koppeln, weil Natriumchlorid, zwei Substanzen, gibt Kochsalz. Sobald Sie eine dritte dazu haben und dort auch Spurenelemente dran haben, ist das Risiko, dass die Begleitionen ihn irgendwohin abhauen, nicht von der Hand zu weisen. Das muss nicht passieren, das kann aber passieren. Und dann muss ich also irgendwie gegensteuern mit Wasserwechseln. Ja? Das heißt, teilweise bedingt das System, dass ich auf jeden Fall Wasserwechsel machen sollte, ja? Um also diese Verschiebung in den Begleitionen irgendwie wegzubekommen. Ja, eine Möglichkeit, die für mich, für uns, diese problematischen Felder ein bisschen angehen könnte, ist die Verwendung von Superkonzentraten. Die Verwendung von Superkonzentraten hat sich als Idee in den letzten Jahren in der Aquaristik immer mehr etabliert und ist eine sehr, sehr interessante Methode, weil sie viele Vorteile hat. Das eine sehen Sie alle. Ich ersetze irgendwo drei große Kanister durch zwei relativ kleine Flaschen. Davor haben viele Angst, weil sie sich nicht vorstellen können, dass das funktionieren kann. Warum sollte ich so viel Aufwand haben, wenn ich das auch mit zwei kleinen Flaschen machen kann? Und ich möchte Ihnen mal kurz erklären, wieso das funktioniert.
Dazu möchte ich mal kurz definieren, was ist überhaupt ein Härteliter? Härteliter ist die Menge, die Sie benötigen, um einen Liter Wasser, um einen kH-Punkt zu heben. Über die verfügbaren Härteliter können Sie übrigens auch ganz, ganz einfach den Preis Ihres Systems ausrechnen, indem Sie einfach mal gucken, wie viel Härteliter sind dort drin, wie viel kH kann ich also in meinem Aquarium damit insgesamt anheben. Und dann rechnen Sie das einfach mal auf den Preis um, dann sehen Sie also viel, viel besser, wo die Preisspanne eigentlich wirklich liegt. Das ist vielleicht mal so ein Praxistipp für Sie. Können Sie einfach mal individuell einfach mal durchrechnen für sich und dann mal gucken, wo Sie da rauskommen. Ja, es ist so, bei der klassischen Methode nach Balling und Pawlowski haben wir also Natriumhydrogencarbonat genutzt. Natriumhydrogencarbonat hat eine Löslichkeit von nur 93 Gramm pro Liter. Das heißt, auf 10 Liter gerechnet, können Sie so ein knappes Kilo lösen. Beim Calciumchlorid sieht das anders aus. Da können Sie pro Liter 740 Gramm lösen. Das heißt, ja, 7400 Gramm auf 10 Liter. Das heißt, die Dosierung, dass ich so viel dosieren muss und so wenig reinbekomme, liegt also wirklich am Natriumhydrogencarbonat. Und das ist eigentlich das Problem. Ich rechne Ihnen das mal kurz vor, so einen typischen Balling-Ansatz. Sie nehmen also 84 Gramm pro Liter, also 840 Gramm Natriumhydrogencarbonat auf 10 Liter und ungefähr 715 Gramm Calciumchlorid auf 10 Liter. Das ergibt ein Härteliter auf 10 Liter bei kH von 28.000 ungefähr und Magnesiumgehalt von 195.000. Ja. Der moderne Ansatz ist jetzt die Verwendung einer anderen Carbonatquelle, nämlich von Natriumcarbonat. Die Löslichkeit von Natriumcarbonat liegt deutlich höher. Sie sehen das also bei 2170 Gramm pro 10 Liter versus 934 Gramm auf 10 Liter. Und das Ganze hat einen total coolen Vorteil, weil Natriumcarbonat hat einen ähnlichen Effekt wie Kalkwasser, allerdings mit einem etwas geringeren pH-Wert, weswegen die Problematik mit dem Phosphor nicht so gegeben ist. Natriumcarbonat hat 11,5 pH, Natriumhydrogencarbonat 8,5. Und das bedeutet also, dass wir auch mit Natriumcarbonat einen Teil kostenloses Carbonat in unserem System erzeugen können. Das schaffen Sie mit keiner anderen Methodik, außer mit Kalkwasser. Ja, das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, fand das aber chemisch total spannend. Und ein guter Freund von mir, der Wolfgang Decker, vielen Dank fürs Verwenden hier der Fotos, der hat also eins der brutalsten SPS-Becken, die ich überhaupt kenne. Der hat wirklich keinen Stein mehr zu sehen und der nutzt auch mittlerweile 100% dieses System. Das zeigt für mich also wirklich, dass selbst die anspruchsvollsten Becken damit versorgt werden können. Rechnen wir das mal durch. Ein Liter Superkonzentrat gibt 14.000 Härteliter und 100.000 Milligramm Calcium. Um 10 Liter zu ersetzen, nach dem klassischen Ansatz, 10 Liter, 28.000 kH, 195.000 Calcium, benötige ich also 2 Liter. Ja? Also ich benötige jetzt statt 20 Liter jeweils 2 Liter. Ja, also insgesamt benötigen Sie 4 Liter statt 30 Liter für eine Komplettversorgung mit KH, Calcium, Magnesium und Spurenelementen. Und jetzt wird Ihnen aufgefallen sein, wo ist denn das Magnesium eigentlich hin? Das Magnesium stellt für viele immer so einen Baustein im Kopf dar, wo das nicht funktionieren kann. Die sagen immer, naja, aber ich muss ja irgendwie Magnesium zuführen. An sich ist das aber recht einfach geworden, dank der Analysemethodik im Labor und die großen Datenbanken, die dahinter liegen und dem Umstand, dass das Magnesium in einer relativ großen Range ist, zwischen 1250 und 1600 Milligramm
spielt das für Korallen eine relativ untergeordnete Rolle. Und sie haben also einen relativ breiten Bereich, in dem sie irgendwo agieren könnten. Durch die moderne Analysemethodik und das Ausrechnen der Systeme ist das gar nicht mehr nötig, dass sie diesen Bereich ausschöpfen, sondern das hat sich wirklich sehr, sehr genau einstellen lassen und ermöglicht damit also eine Versorgung und ein Halten des Magnesiumwertes, ohne den dabei zu erhöhen. Also nicht, dass er ständig mitsteigt. Nebenbei wird auch der pH-Wert im Becken leicht gehoben, Schnitt 0,4. Gerade im Winter ist das ein echter Vorteil. Können Sie teilweise auf Atemkalk verzichten. Und die Spurenelemente lassen sich direkt in die Stammlösungen integrieren. Das heißt, Sie können Ihr System individualisieren. Und natürlich können Sie erheblich Platz sparen. Diese Systeme haben noch weitere Vorteile. Sie haben eine geringere chemische Fehleranfälligkeit, weil 2 gibt Natriumchlorid, 3 gibt nicht unbedingt Natriumchlorid. Technische Vorteile sind, sie brauchen weniger Pumpen. Und jede Dosierpumpe hat eine technische Fehleranfälligkeit. Das heißt, wenn Sie da 5, 6, 7 Pumpen ranschließen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann eine da mal durchdreht, im wahrsten Sinne des Wortes, und egal was literweise in Ihr Aquarium dosiert, relativ hoch, mit steigendem Alter immer mehr. Ich persönlich würde an mein eigenes Aquarium immer so wenig Pumpen wie möglich anschließen und dafür aber hochqualitative Pumpen, wo ich mich wirklich halbwegs meine, drauf verlassen zu können. Ob es dann immer so ist, ist die andere Sache. Ja, und ich muss es auch nicht mehr anlösen und anmischen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon mal so gegangen ist, als ich das noch angemischt habe. Ist es mir nicht selten passiert, dass ich das irgendwie falsch angemischt habe. Gerade mit den Spurenelementen aus Versehen in die falsche Flasche. Können Sie 10 Liter wegkippen. So, kommen wir mal von diesem Teil mal ein bisschen zur Betrachtung von der ICP. Analytik. Die Analyse über ICP-OES hat unsere Aquaristik sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Es ist eine super Methode, um unser Aquarium bewusst im Blick zu haben. Aber es ist ein schwieriges Feld und es ist ein Feld, was oftmals zu Unverständnis führt und über gerade die Grenzen dieser Methodik und was es eigentlich bringt, da muss man mal drüber sprechen. Ich habe Ihnen mal aus dem Persischen Golf eine Studie runtergelegt, wo mal exemplarisch für einzelne Spurenelemente die natürlichen Werte von bis aufgeschlüsselt sind. Und dann habe ich Ihnen daneben einmal gelegt die Nachweisgrenzen der ICP-OES. Diese Nachweisgrenzen sind ganz mit Vorsicht zu genießen, weil die ICP-OES ist so ein empfindliches Gerät, dass die jeden Tag neu kalibriert wird, neu eingestellt wird, erstmal viele bekannte Standardproben gegenmessen muss. Das ist also ein erheblicher Aufwand, den Sie gar nicht sehen, wenn Sie so eine Probe kaufen, der dahinter steht. Und ja, das hat so ein bisschen was Esoterisches. Man weiß gar nicht so genau, warum die ICP an dem einen Tag ein bisschen niedriger messen kann, am anderen Tag ein bisschen höher messen kann. Das weiß wirklich niemand. Die Fachleute zerbrechen sich auch so ein bisschen den Kopf darüber. Ja. Armin Glaser sagt, das hat was Esoterisches. Kann man sehen, wie man will. Aber Sie sehen ein Problem, und zwar, dass die natürlichen Werte zum Teil etwas unterhalb der typischen Nachweisgrenzen von der ICP-OES liegen. Ja, diese natürlichen Werte wurden gemessen, teilweise mit einer ICP-MS, aber auch die ist gar nicht so besonders, sondern große Forschungseinrichtungen, die sowas analysieren, die nutzen eine HR-ICP-MS, die ist so unglaublich teuer, die wäre also für die Aquaristik absolut unwirtschaftlich. Und die ist auch wahnsinnig fehleranfällig. Ich habe Ihnen das hier mal dargestellt, damit Sie das grafisch überblicken können. Der blaue Wert ist der Natur-von-Wert, also der niedrigste Wert in der Natur. Der orangene Wert ist der Natur-bis-Wert, also so der höchste Wert in der Natur.
Und das Graue, das ist so eine gemittelte Nachweisgrenze der ICP-OES. Und Sie sehen also, wenn der graue Wert, ich habe Ihnen das mal wegen Molybden, ist das ein bisschen schwierig darzustellen, habe ich Ihnen das hier nochmal vergrößert von oben. Wenn der graue Wert oberhalb des orangenen Werts liegt, haben wir ein Problem. Dann können wir das nämlich nicht so gut messen. Dann sagt es einfach nicht messbar. Das wiederum führt dazu, dass die Idee mit der ICP-OES, sämtliche Spurenelemente im Meer zu analysieren und davon Ableitungen für die Aquaristik zu treffen, und wenn man jetzt beispielsweise behaupten würde, wir messen immer im Riff und nehmen die Erkenntnisse dafür mit der ICP-OES für die Analytik, dann müsste man sich also fragen, geht das denn überhaupt? Weil ihr messt ja bei Nachweisgrenzen, die schwierig sind, wo man zumindest sich nicht darauf verlassen kann, dass das wirklich hinhaut. Wir haben aber auch Spurenelemente, da funktioniert das hervorragend. Bei Molybden zum Beispiel funktioniert das sehr gut, bei Kobalt, Kupfer, Eisen im natürlichen System funktioniert das schwierig. So, jetzt möchte ich an der Stelle nicht falsch verstanden werden, weil jetzt könnte man ja daraus ableiten, bringt die ICP-OES dann überhaupt was für die Aquaristik? Sollten wir nicht vielleicht lieber eine ICP-MS nehmen? Von mir ein ganz klares Nein, weil die ICP-OES ist eine sehr solide Technik, die einen weiten Range messen kann, vom Chlorid bis runter Vanadium, Molybden, Mangan, wo Sie einfach sehen müssen, das ist dieses Problem Klasse und Masse. Wenn Sie nur die Spurenelemente ganz genau sehen wollen, können Sie natürlich mit einer MS messen. Das heißt aber auch wiederum, weil die so spezifisch auf die kleinen Werte geht, dass die großen Werte teilweise ein bisschen mehr schwanken. Auf der anderen Seite ist diese Methodik auch sehr, sehr viel arbeitsintensiver und somit fehleranfälliger. Ja. ICP-OES hat sich deswegen einfach durchgesetzt, weil die sehr, sehr solide läuft, sehr, sehr gute Werte schafft und auch für den Endverbraucher damit finanzierbare Tests ermöglicht. Ja? Und die Praxis zeigt uns, die ICP-OES funktioniert wirklich gut dafür. Das sagt uns eigentlich nur aus, was ich Ihnen damit zeigen will. Natürliche Werte sind im Aquarium zum Teil ungeeignet. Die Forschung aus dem natürlichen Lebensraum hilft uns im Aquarium wenig weiter, weil wir füttern ganz anders, wir haben einen ganz anderen Wasserkörper, der da irgendwie interagiert, sodass dieses Anstreben von natürlichen Werten so ein bisschen schwierig sein kann. Aber die ICP-OES ermöglicht es extremst gut, Anreicherungen zu erkennen. Ja, und das ist das eigentliche Problem. Viele sagen immer, na, sollte ich nicht noch das Spurenelement zugeben und das Spurenelement, seien Sie damit vorsichtig. Weil Korallen kommen aus einem limitierten Lebensraum. Die haben Limitierungen bei Eisen, die haben Limitierungen bei Kupfer, die haben andere Limitierungen, darauf sind die angepasst. Was die überhaupt nicht mögen, sind Eutrophierungen. Wenn Sie dort so viel Eisen reinknallen, denkt die Koralle, super, Eisen, aber das wirkt sich nicht unbedingt positiv auf ihre Vitalität aus. Deswegen sind wir in der Aquaristik jetzt einen anderen Weg gegangen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man betrachten kann. Und zwar haben wir gemittelte aquaristische Werte genommen. Diese großen Datenbanken, die Sie durch Ihre ICP-Analytik, die Sie einschicken, ermöglichen, die gespeichert werden und nach Möglichkeit noch zum Beispiel bei MarieFlab oder so, mit verschiedenen Fotos versehen oder bei Facebook teilen mit den Herstellern, wie steht Ihr System und noch mit der Analyse dazu. Das hilft natürlich, diese Datenbanken immer besser zu machen und zu sehen, was sind eigentlich geeignete aquaristische Werte. Jetzt ist das Problem mit diesen geeigneten aquaristischen Werten, dass wir nicht eine riesige Datenbank haben, sondern jeder Hersteller hat ein Gerät, mit dem er misst, und eine Philosophie. Und diese Philosophie muss nicht unbedingt sich mit ihrem Becken decken. Einige dieser Empfehlungen sind schwierig umzusetzen, gerade wenn Sie Elemente nehmen wollen, die sich nicht gut halten, Vanadium zum Beispiel.
Das sind die typischen Werte, wo alle immer sagen, ich habe das nicht nachweisbar, ich muss das erhöhen und so, aber sie erhöhen das, messen 30 Minuten später, ist es wieder weg. Das ist so ein bisschen das Problem, wo man also sagen muss, ist es überhaupt notwendig oder sinnvoll, jeden Wert auf ein künstlich festgelegtes Maß anzuheben? Oder sollte ich nicht viel besser gucken, wie sich mein Aquarium entwickelt, wie geht es meinen Tieren und welche Werte sind für mein Aquarium die besten? Das ist eigentlich die Philosophie, die wir anstreben sollten, nach meiner Meinung nach. Nicht? Dass man sich also immer überlegt, was möchte ich in meinem System überhaupt erreichen? Ja, hier habe ich Ihnen das mal grafisch dargestellt. Und wie gesagt, ich habe nur mal die Messwerte gemittelt. Einige Hersteller geben die Sollwerte recht niedrig an, andere geben die sehr, sehr hoch an. Damit man irgendwie einen Wert hat, den man auch als Referenz nehmen kann. Das möchte ich gar nicht bewerten. Ich habe es einfach nur mal ganz neutral gemittelt. Ich habe den niedrigsten Wert genommen, ich habe den höchsten Wert genommen, ich habe den Mittelwert gebildet. Und der Mittelwert, das ist jetzt hier diese gelbe Säule. Und Sie sehen also, dass dieser Mittelwert zum Teil schon erheblich über dem natürlichen Maximalwert liegt, aber auch über der Nachweisgrenze der ICP-OES. Was schön ist, weil dann können wir es messen. Jetzt ist das Problem von den Herstellern folgendes. Die wissen ja nicht, was genau die Verbräuche in ihrem System sind. Und gerade bei Elementen, die stark unterschiedlich verbraucht werden, Jod und Fluor zum Beispiel, haben sie also so ein gewisses Dilemma. Weil der Hersteller möchte natürlich schon, dass sie ihre Korallen mit seinem System gut versorgen können. Auf der anderen Seite weiß er aber auch, es gibt auch Leute, bei denen wachsen die Korallen nicht so toll. Wenn ich da zu viel Jod reingebe, steigt der Wert an. Eine Eutrophierung ist viel schlimmer als eine Limitierung. Also ist es teilweise so, dass man das Gefühl hat, das passt noch nicht ganz. Ich muss noch Jod dazugeben. Und das ist aber auch gar kein Problem, weil man kann diese Systeme zum Beispiel bei Ultrakonzentraten sehr, sehr leicht individualisieren. Das bereitet vielen Kopfzerbrechen. Es ist aber eigentlich ganz einfach. Das wird auch abgefilmt. Sie können das sich ganz einfach ausrechnen. Sie machen das folgendermaßen. Sie nehmen sich eine ICP-Analytik. Zwei Stück. Messen im Abstand von genau zum Beispiel 7 Tagen, Sie können auch 10 Tage nehmen, ist irrelevant. Sie müssen bloß genau den Abstand sich notieren. Am besten auch die Uhrzeit, zur gleichen Uhrzeit. Und dann stoppen Sie den Verbrauch Ihrer Stammlösung über diese Zeit, also zum Beispiel über diese 7 Tage hinweg. Dann ermitteln Sie über die ICP die Differenz zwischen dem gemessenen Anfangswert und dem Endwert. Das nenne ich Wochenverbrauch. Und dann müssen Sie sich noch überlegen, was ist das Vollvolumen des Reagenzglasbehälters, also meiner Stammlösung, und den teile ich durch den Wochenverbrauch. Da kommt was raus, das nenne ich Wochenfaktor. Und dann schauen Sie sich noch an die Menge an Element pro Woche auf das Volumen des Aquariums. Wie ich das ermittle, das ist eigentlich der Wochenbedarf. Und dann können Sie rechnen, den Wochenbedarf mal den Wochenfaktor ist gleich die Zugabemenge des Elements in die Stammlösung. Haben Sie das verstanden? Schwierig, das dachte ich mir. Deswegen habe ich Ihnen da mal ein Beispiel gegengerechnet. Eine Frage. Ja. Korallen sollten im besten Fall wachsen. Mhm. Wie oft sollte man dann die Messung, die ICP-Messung, um die Mengen anzupassen? Das kann man so genau nicht sagen, weil wenn Ihr Becken in der Startphase ist, entwickelt sich der Zugriff auf Spurenelemente sehr drastisch. Das heißt, dort ist es nicht zu empfehlen, das zu automatisieren. Wenn Ihr System aber sich etabliert hat, ist der Verbrauch relativ konstant, sodass zum Beispiel diese Abstandsmessung innerhalb von 7 Tagen sich anbietet. Und dann sollte man im Abstand von 3 bis 5 Wochen immer mal eine neue Analyse machen, um zu gucken, ist der Verbrauch immer noch gleich oder muss ich den Verbrauch anpassen? Das ist auch gut, wenn Sie Ihre Stammlösung dann nur so ansetzen, dass Sie über genau diese Zeit hinkommen, nicht dass Sie dann gegebenenfalls irgendwie dadurch einen Nachteil haben. Ja? Also Sie können das einfach hier nachvollziehen. Sie nehmen die Analyse nach 7 Tagen, haben wir jetzt zum Beispiel mal Jod, 70 Start und nach 7 Tagen sind es nur noch 60. Und dann habe ich jetzt über die Zeit einfach geguckt, wie viel habe ich verbraucht. Okay, 300 Milliliter meiner Sternlösung habe ich benötigt. Und dann nehme ich jetzt noch die Differenz für meinen Wochenverbrauch von 70 zu 60, habe ich also 10
verbraucht. Dann nehme ich das Vollvolumen des Reagenzglasbehälters meiner Stammlösung durch den Wochenverbrauch, dann komme ich auf diesen Wochenfaktor. Heißt also zum Beispiel, bei mir sind das 2 Liter. Ja, das heißt, ich nehme 2000 Milliliter durch 300, gibt 6,6. Das ist mein Wochenfaktor. Und die Menge an Element pro Woche auf das Volumen ermitteln als Wochenbedarf. Diesen Wochenbedarf, der ist teilweise ein bisschen tricky, weil dummerweise steht häufig drauf, Angabe auf der Flasche, 1 Milliliter des Supplements erhöhen die Jodkonzentration von 100 Liter auf 100 Mikrogramm pro Liter. Nehme ich mal als Beispiel, ich habe jetzt ein 500 Liter Becken, um 500 Liter, um 10 zu erhöhen, braucht es 0,1 Milliliter, das heißt 10 Milliliter auf, Mikroliter auf 100 Liter, mal 5, weil es sind ja 500 Liter, komme ich also auf 0,5 Milliliter Wochenbedarf. Ja? Wochenbedarf mal Wochenfaktor ist Zugabemenge, also 0,5 mal 6,6 sind 3,3 Milliliter auf 2 Liter, was ich in meinen Stammlösungen zugebe. Ich muss also 3,3 Milliliter zugeben. Sie können das auch mathematisch korrekter machen, indem Sie sagen, ich nehme den Verbrauch der Stammlösung durch den Wochenbedarf, ist gleich das Volumenreagenzbehälter durch x. Und dann stellen Sie nach x um, Volumenreagenzbehälter mal Wochenbedarf durch Verbrauch. Das ist aber immer dasselbe. Das heißt, Sie nehmen sich einmal diese Matrix, können Sie aus dem Vortrag, aus dem Video nehmen, wie auch immer, und da setzen Sie einfach Ihre Werte ein. Und dann funktioniert das astrein. Und wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie auch jeden Hersteller einfach anfragen, die helfen Ihnen da wahnsinnig gern. Das heißt, Sie berechnen hier, wie viel beispielsweise Jod, Supplement, Stammlösung. Genau, wenn Sie immer einen Jodmangel haben, wie viel Jod gebe ich meiner Stammlösung zu, damit mein Jodwert konstant gehalten wird. Ja? Und das funktioniert theoretisch mit jedem Spurenelement. Aber Vorsicht, weil nicht alle Spurenelemente sind so freundlich zu uns wie Jod. Mangan, Eisen und Zink zum Beispiel, die sind überhaupt keine Teamplayer. Die werden oft viel zu stark reduziert. Und hier sollte man deswegen sehr, sehr vorsichtig mit so einer Dosierung sein. Zink zum Beispiel wird in Mangelsituationen erst extrem schnell verbraucht. Wenn man so eine Mangelsituation hat und man ermittelt diesen Verbrauch über 7 Tage, kommt man auf erhebliche Mengen, die man zugeben sollte. Nach ein paar Tagen mehr sinkt der Verbrauch aber fast auf Null wieder oder auf einen sehr niedrigen. Wenn Sie dann weiter dosieren, dann vergiften Sie Ihre Tiere. Da müssen Sie also aufpassen. Mit Mangan und Eisen verhält sich das ähnlich. Noch dazu, Mangan und Eisen, also auch diese Phosphate bilden. Und wenn Sie zeitgleich auch noch Phosphat zudosieren und so, wäre ich sowieso ein bisschen vorsichtig, gerade mit Eisen, weil Korallen brauchen wirklich nicht so viel Eisen, wie das teilweise empfohlen ist. Gut bestimmen kann man hingegen Jod, Fluor, Molybden. Damit können Sie das wirklich sehr, sehr gut so ausrechnen. Mit dem Fluor müssen Sie aber aufpassen, diese Rechnung, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, die berechnet den Unterschied im Volumen nicht mit ein. Das ist eine schwierigere Formel, deswegen habe ich die Ihnen nicht gezeigt. Das macht gar keinen Punkt. Alles gut, alles gut. Okay. Aber Sie müssten bei Fluor aufpassen, weil wenn Sie bei Fluor zugeben würden, müssten Sie es anders berechnen. Bei den anderen nicht, das sind so Milliliter, die machen keinen großen Einfluss. Deswegen empfehle ich immer Fluor, geben Sie lieber per einer Dosierpumpe zu. Mit einer genauen Dosierpumpe, da kommen Sie tendenziell besser. Oder händisch, das geht auch. Vanadium ist auch schwierig, ähnlich wie Zink. Wird sehr viel verbraucht am Anfang, später dann weniger. Gewebesättigung, wir wissen es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Ultrakonzentrat oder Superkonzentrat nehmen, dann können Sie Jod und Fluor in die Carbonatlösung dosieren. Fluor, wie gesagt, machen Sie es möglichst separat. Und alle anderen Spurenelemente können Sie in die Calciumlösung dosieren. Und dann ist es Ihr individualisiertes System. Jetzt ist die Frage teilweise noch, Wasserwechsel.
Ich persönlich bin Freund von einem Wasserwechsel, weil der Wasserwechsel für mich nicht zum Ausgleich chemischer Stoffe dient, sondern es ist zeitlich mit meinem Aquarium verbringen kann. Ich kann zum Beispiel etwas absaugen, ja? Ich kann mal eine Riffspülung machen und den Detritus, den ich aufgewirbelt habe, entfernen. Das ist ein großer Vorteil. Aber ich muss mich auch auf mein Salz verlassen können. Das ist ein bisschen schwierig teilweise. Ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht. Das haben die Jungs aus den USA von BAS TV mal vor ein paar Jahren gemacht. Die haben einfach verschiedene Salze genommen und haben in so einem 25 Liter Eimer eine Probe von ganz oben genommen und eine Probe von ganz unten. Weil, wenn Sie die länger stehen lassen, entmischen die sich. Beziehungsweise ist es teilweise auch herstellerbedingt schon so. Die haben also ganz neue Salzeimer genommen, fabrikfrisch. Und haben dann mal geguckt, hier zum Beispiel Calcium oben versus Calcium unten, Magnesium oben versus Magnesium unten. Und das Ganze haben sie für KH gemacht. In dieser Darstellung sieht das noch relativ gut vertretbar aus. Wechseln wir die Einstellung aber auf einen prozentualen Wert, dann sehen Sie also, dass die prozentualen Abweichungen schon in einem Bereich sind, der für ICP-Verhältnisse sehr erheblich ist. Also 10%, 15%, teilweise auch 5%, das können wir eigentlich viel, viel besser. Wir machen es bloß teilweise noch nicht. Weil, ne? Hat sich einfach so etabliert, das ging immer schon so. Und das sind die Makroelemente. Bei den Spurenelementen wird das noch verrückter. Wenn Sie sich mal angucken, ich habe mal Mangan, Jod, Strontium, Molybdän genommen, alles Spurenelemente, die ziemlich bioaktiv sind und wichtig sind. Dann sehen Sie also, wie hier die Abweichungen bis zu 30% hochgehen. Und jetzt kommt der Trick. Sie wollen Ihre ICP verbessern. Da wird empfohlen, machen Sie Wasserwechsel. Dann machen Sie hier, weil Sie ein Problem haben mit Molybdän, einen Wasserwechsel mit Molybdän, was eine Fehleranfälligkeit von 30 hat. Das ist nicht so sinnvoll. Sinnvoller ist es eigentlich, wenn Sie das Ganze andersrum denken. Und zwar denken Sie nicht von den Herstellerangaben, die vielleicht auf Ihr System sowieso nicht passen, sondern Sie denken von einem sehr, sehr hochqualitativen Salz aus. Homogenität von Salzen ist schwierig. Am einfachsten geht es, so ein Salz sehr, sehr homogen zu halten, wenn Sie es flüssig machen. Wenn Sie ein flüssiges Konzentrat haben, bilden Sie keine Salzlake unten, Sie haben keine hohe Konzentration, die sich irgendwie verdünnt. Dadurch kommt es dort auch zu keinen Ablagerungen, Fällungen, Sie brauchen keine Rieselhilfen. Das heißt, mit einem Flüssigkonzentrat kommen Sie auf Werte bei Spurenelementen, Labor, ICP geprüft, von weit unter 2% Abweichung. Ja? Und so ein Salz könnten Sie zum Beispiel als Basis für Ihr Aquarium nehmen. So, und jetzt ist die Frage, an welchen Werten orientiere ich mich? Ich persönlich orientiere mich an den Werten von meinem Salz. Weil wenn ich in dem Salz einen KH-Wert von 7 habe und in meinem Aquarium will ich aber einen von 9 haben und ich mache größere Wasserwechsel, verstehen Sie das Problem? Das ist mit den Spurenelementen genau das Gleiche. Das heißt, sobald ich meinen positiven Wasserwechsel mache, zerhaue ich mir meine Spurenelemente. Es ist also sehr, sehr sinnvoll, die Spurenelemente auf die Salze anzuwenden. Es ist ganz spannend, dass teilweise die Empfehlungen mit den Salzen so überhaupt nicht übereinstimmen. Ich würde also schon gucken, dass ich das so auslege, dass das Salz, was ich nutze, nach Möglichkeit auch zu den Empfehlungen für die Konzentration meiner Spurenelemente passt. Das ist meine Überzeugung, die ich aus einer Logik heraus für mich begründe. Ja, die Frage ist nun also abschließend eigentlich, wie sollten wir nun also handeln? Ja, zum einen sollten wir eine ICP-Analytik regelmäßig machen. Optimal wäre etwa alle 2 Wochen, alle 4 Wochen geht auch. Wenn Sie weit drüber gehen, haben Sie immer nur eine Momentaufnahme, aus der Sie nicht so viel ableiten können. Ja, oder Sie nehmen halt wirklich diese 7 Tage Abschnitt, um wirklich Ihr System zu individualisieren. Möglichst auch beim gleichen Hersteller, denn die Hersteller haben alle ihre individuellen Nachweisgrenzen. Und die geht mal nach hier, mal nach da. Wenn Sie Pech haben, hat der eine gerade da gemessen, der andere gerade da gemessen. Das dazwischen ist Ihre Spannbreite. Ja, Analysen sollten Sie als Diskussionsgrundlage nehmen mit
befreundeten Aquarianern, die sich damit auskennen, oder mit dem Hersteller, aber nicht als absolute Wahrheit. Ich sage immer, Elemente mit Wissen und nach Maß zu dosieren. Wenn es Ihren Korallen gerade super geht, sollte man für sich selber hinterfragen, muss ich jetzt wirklich hohe Mengen Eisen zum Beispiel dosieren? Ja? Ich würde an Ihrer, oder ich für mich persönlich immer Salze nutzen, welche möglichst homogen sind, und versuchen Spurenelemente, die ich kann, wo ich weiß, dass das mit denen funktioniert, dass die nicht ausfällen, direkt in die Stammlösung integrieren. Spritzenweise zugeben hat den Sinn, labortechnisch sie nivellieren wieder auf den Punkt, der gut ist. Wenn Sie dann aber sagen, naja, jetzt gebe ich einfach jede Woche so eine Spritze zu, schießen Sie Ihren Wert einmal hoch, der baut sich über die nächsten paar Tage mehr oder weniger ab, dann schießen Sie ihn wieder hoch. Das ist nicht wirklich zielführend für Korallen, weil das ist für die gegebenenfalls wirklich Stress. Wichtig ist auch, wählen Sie nach Möglichkeit ein System, was die Spurenelemente bioverfügbar hält. Nicht nachweisbar heißt nicht schlecht. Es heißt teilweise einfach nur, das Spurenelement, da muss ich aber sicher sein, dass es drin ist. Dass es nicht irgendwo ausgefallen ist, beim Anmischen zum Beispiel. Und ich wähle dieses System und weiß aber, es ist immer NN. Das heißt aber nicht unbedingt schlecht, sondern das heißt gegebenenfalls oder oftmals, die Koralle greift auf das Spurenelement zu und speichert es in sich. Sobald ich das ewig messen kann, heißt das, die Koralle will das teilweise gar nicht mehr haben. Und dann greifen andere drauf zu. Bakterien, das Gestein, der Sand, wie auch immer. Ja, das ist also das Denkproblem an der Stelle teilweise. Ich würde auch immer ein System nutzen, was meine eigenen Fehler möglichst gering hält. Gerade wenn ich mal krank war. Da sollte man wirklich keine Systeme anmischen, wenn man sich nicht fühlt oder abends gestresst von der Arbeit. Ich würde ein System nutzen, was ich wirklich verlässlich haben kann. Und, das ist mir ein persönliches Anliegen, finden Sie selbst sinnvolle Grenzwerte für Ihre Elemente. Gucken Sie wirklich mal nach, was sind meine Werte, was sind die Herstellerangaben, was sind gegebenenfalls Angaben von anderen Herstellern, ist gegebenenfalls bei Hersteller X die Angabe viel, viel höher als bei Hersteller Y. Das hilft einfach sehr, sehr stark, das System zu verstehen und das eigene Aquarium zu entwickeln. Es gibt bestimmte Punkte, die passen einfach nicht zu einem Becken. Und es ist eigentlich so, dass Ihr System selektiert das, was Sie dort halten können. Es ist schwierig anzunehmen, dass wir in jedem Aquarium jede Koralle halten können, weil die kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. Viele Korallen, die sich gut halten lassen, kommen aus Bereichen von Flussmündungen. Dort haben die schwankende Wasserparameter. Wenn Sie Offshore-Korallen nehmen, die kilometerweit auf vorgelagerten Riffen im Meer sind, wo die Bedingungen wirklich immer sehr, sehr konstant sind, die sind extrem anfällig. Das ist das eine Problem. Andere Korallen haben unterschiedliche Tiefenanpassungen. Viele LPS-Korallen mögen es deutlich kühler. Ja, das sind also alles Faktoren, wo wir einfach auch überlegen müssen. Man sieht immer das eine Tier, das gerade kränkelt. Und dann versucht man, sein ganzes System über den Haufen zu werfen und neu und zu dosieren, damit es diesem einen Tier gut geht. Aber dass es 90% der Tiere vorneweg ganz super ging und dass es vielleicht auch an abiotischen Faktoren lag, die wir uns hier angeguckt haben, das übersehen wir immer. Und dann geht es vielleicht diesem einen Tier besser. Aber 90% unserer Tiere geht es teilweise schlechter. Da muss man einfach mal gucken. Teilweise, wenn bei mir ein Tier gar nicht haltbar ist, ich gebe das dann teilweise einfach ab. Oder man guckt einfach, liegt es an abiotischen Faktoren oder liegt es an biotischen Faktoren oder passt eben die Strömung nicht. Mit so einem modularen System setzen Sie es einfach mal um. Das hilft oftmals sehr, sehr viel, weil oftmals passen denen die Wasserwerte, aber die Strömung nicht oder das Licht nicht. Und dann können Sie noch so viel an den Spurenelementen schrauben, das wird keinen Effekt haben. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich finde das übrigens ganz, ganz super, dass Sie alle so durchhalten, weil ich weiß, das ist sehr, sehr viel Input, aber ich hoffe, dass es trotzdem informativ ist. Nährstoffe sind so ein Punkt, der in der Zukunft immer stärker kommen wird, weil wir da einfach noch nicht so viel messen können. Wir wissen aber einige Sachen schon ganz klar und die haben sich aber auch noch nicht so durchgesetzt. Die eine Sache ist die Geschichte vom Nitrat. Nitrat
ist dadurch, dass es an Sauerstoff gebunden ist, eine sehr, sehr schlechte, also der Stickstoff ist an Sauerstoff gebunden und dadurch ist es eine sehr, sehr schlechte Stickstoffquelle für die Koralle, weil die will nur an das N. Und das O, die Bindung zum O, muss sie erstmal aufbrechen. Dafür braucht sie sehr, sehr viel Energie. Deswegen möchte die Koralle eigentlich gar kein Nitrat haben. Nitrat ist bloß der Abbauprozess, der ganz zum Schluss steht. Und das lässt sich relativ gut messen. Deswegen wir immer gesagt haben, naja, wenn wir ein bisschen Nitrat haben, haben wir zumindest keine Limitierung. Das war bisher so der Ansatz. Es ist aber schwierig. Ich empfehle immer, eine marginale Nachweisbarkeit von Nitrat ist gut, weil damit gehen sie wirklich sicher, dass Stickstoff zumindest da ist. Wenn die Koralle keinen anderen Stickstoff hat, dann nimmt sie auch das Nitrat. Ja. Außer bei frisch importierten Tieren, die haben mit Nitrat oftmals ein erhebliches Problem, weil die darauf nicht angepasst sind. Die brauchen wirklich eine Zeit, gerade wenn sie aus Bereichen kommen, offshore, wo sie so gut wie kein Nitrat haben. Das ist also das Problem bei frisch importierten Korallen und es bietet sich nicht an, Nitrat zuzugeben, sondern geben sie andere Stickstoffquellen zu. Es gibt dort einige Quellen, zum Beispiel die Nutrition-Serie, dort sind andere Quellen drin, wo man einfach sagen kann, da kann die Koralle drauf zugreifen, damit kann die Koralle wirklich was anfangen. Und sie können damit sogar mit der Zugabe solcher wertvollen Stickstoffquellen ihren Nitratwert senken, weil die Vitalität der Korallen, der Stoffwechsel allgemein angeregt wird und damit wird allgemein auch ein bisschen Nitrat verbraucht, auch Phosphat mehr. Und sie können also, so paradox das klingen mag, teilweise mit der Zugabe wertvoller Stickstoffquellen den Gesamtstickstoffgehalt des Beckens über einen längeren Zeitraum etwas senken. Funktioniert auch mit Phosphor. Und unser Problem im Moment ist eigentlich, dass eine Koralle ist ein sogenannter Holobiont. Das heißt, eine Koralle ist eine multigestaltige Symbiose aus Pilzen, Cyanobakterien, echten Bakterien, aus Viren, aus den eigentlichen Dinoflagellaten, Archaeen, das sind auch abgewandelte Bakterienvertreter, und endolithischen Protisten, Protozoen zum Beispiel, und die wechselwirken alle mit unserer Koralle. Und bei allem, was wir machen, müssen wir das im Blick haben und immer auch gucken, wie wirken wir auf dieses Gesamtsystem Koralle. Und das wird die Zukunft sein, wo wir in der Aquaristik wahrscheinlich in den nächsten, na, lassen Sie es mal 10, 15 Jahre sein, irgendwo hingehen können, dass wir, nachdem wir jetzt die Anorganik in den Griff genommen haben, stärker auf die Organik gucken und dort also wirklich sehen, wie unterstützt man die Koralle als Gesamtsystem. Nutzen Sie das mal, probieren Sie das aus. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie alle so lange durchgehalten haben. Ich hoffe, es war für Sie informativ. Und jetzt freue ich mich sehr auf den nächsten Vortrag zur Strömung.